Hallo und herzlich willkommen bei den Formationstrainern. Mein Name ist Silvio Gras und dies ist das Wochenupdate und zugleich die 114. Ausgabe der Sektion US-Märkte und Indizes. In der heutigen Analyse wollen wir uns etwas genauer den Nasdaq und den S&P anschauen und dazu die mittelfristigen Aussichten sowie die Aussichten für die nächsten zwei Tage. Wir beginnen als erstes mit dem Wochenchart des S&P 500. Wie Sie sehen können, hier die letzte Woche sehr, sehr starke abwärtsgerichtete Kerze. Wir haben ein tieferes Tief und ein tieferes Hoch. Noch vor knapp 4 Wochen befanden wir uns ja hier in einer sozusagen High-Base-Konsolidierung, die nach dem Ausbruch aus dem bärischen Kahl nach oben eine Art Konsolidierung darstellte. Diese Konsolidierung haben wir in den letzten 3 Wochen nach unten hin verlassen, sodass sich der Trend definitiv von bullisch auf zumindest neutral bis leicht bärisch verändert hat. Bei den Indikatoren sehen wir zudem eine Bestätigung der Abwärtsbewegung der letzten Tage. Wir haben in der Stochastik ein Verkaufssignal, das sich weiterhin nach unten beschleunigt. Wir haben beim Momentum klare Divergenzen, die sich weiter aufgebaut haben und zudem jetzt das Momentum unterhalb der Nulllinie. Somit muss dieser Ausbruch letztlich als gescheitert angesehen werden, sodass wir in diesen Keil zurückgefallen sind. Von einer Bässe oder einem Bärenmarkt typischer Art ist hier aber noch nicht zu sprechen. Dafür ist nach wie vor ausschlaggebend die langfristige Aufwärtstrendlinie hier grün dargestellt. Zudem möchte ich hier auch nochmal ganz klar festhalten, dass eine Top-Bildung in der Regel etwas Zeit benötigt. Wir hatten 2008 ein gutes Beispiel dafür. Ich gehe mal ein Stück zurück. So, wo haben wir es? Hier sieht man es sehr, sehr schön. Wir hatten hier eine Top-Formation, die sich über ein knappes halbes Jahr ausgeprägt hat, bis sie letztendlich über eine stärkere Abwärtsbewegung in einem Bässemarkt übergegangen ist. Davon sind wir momentan noch weit entfernt. Wie Sie sehen, haben wir hier eine erste leichte Abwärtsbewegung, die nach wie vor im übergeordneten Zeitfenster als Korrektur zu werten ist. Wir hatten hier dieses Swing Low, wovon wir noch weit entfernt sind. Aber man muss immer wieder festhalten, dass die Aufwärtsbewegungen, die hier gesehen, immer kürzer werden. Das ist ein Zeichen von einem Auslaufen eines übergeordneten Aufwärtsimpulses. Doch was können wir konkret für die nächste Woche erwarten? Wir haben die nächsten Unterstützung bei 1.364 aus der 17. Kalenderwoche 2011, hier eine horizontale Unterstützung. Zusätzlich wird diese nochmal untermauert durch den 50er Wochendurchschnitt. Die nächste Marke wäre dann der Aufwärtstrend, diese grüne Aufwärtstrendlinie, die wir hier sehen, die dann nicht weit entfernt vom 100er Wochendurchschnitt ebenfalls unterstützt wird. Der Wochenschlusskurs in der Nähe der Tiefs letzter Woche und zudem die Unterstützung der Indikatoren für weiter fallende Kurse lässt zumindest den Schluss zu, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass wir den Bereich 1360 und sogar die Unterstützung bzw. die Trendlinie im Bereich 1350 bis 35 in den kommenden Wochen testen werden. Im Tageschart des S&P 500 sehen wir sehr schön, wie wir in der vergangenen Woche die Unterstützung der kurzfristigen Trendlinie hier in Blau unterschritten haben. Am Donnerstag und am Freitag haben wir mehrmals die 200-Tage-Linie getestet und am Freitag mit einer Konsolidierungskerze die Woche beendet. Bei den Indikatoren haben wir die Stochastik weiterhin im Verkaufssignal, das Momentum zwar mit einer ersten Aufwärtsbewegung mit dem Tag am Donnerstag, jedoch weiterhin deutlich unterhalb der Nulllinie, was für weitere Schwäche spricht. Die nächsten Unterstützungen für die kommende Woche sind, wie bereits vorhin im Wochenchart erwähnt, einmal die 1364 bis 58, hier ist ein Unterstützungsbereich, die Kalenderwoche 17 aus dem Jahr 2011 und ebenfalls Unterstützung aus dem Sommer diesen Jahres. Und dann natürlich die 1334, wo dann auch auf Wochenbasis die Aufwärtstrendlinie sich befindet. Auch wenn mit der Tageskerze vom Freitag zunächst die Abwärtsdynamik erstmal beendet scheint, insbesondere hier in der 200-Tage-Linie, gibt es noch keinerlei Indizien, die dafür sprechen, dass wir hier wieder eine Art Trendwechsel bekommen oder beziehungsweise die Abwärtsbewegung zu Ende ist. Vielmehr muss man davon ausgehen, dass wir hier eine Art Konsolidierung in den nächsten 1-2 Tagen bekommen, der dann nochmal eine Abwärtsbewegung folgen sollte, die dann in den Bereich 1360, 1358 laufen kann. Ich gehe also für den Leitindex S&P von weiter fallenden Kursen aus. Sollte sich innerhalb der nächsten Handelswoche im Chartverlauf, insbesondere Stundenbasis oder im Tageschart, eine Formation abbilden, die unsere Meinung diesbezüglich ändern würde, werde ich das dementsprechend natürlich auf unserem Blog in einer Tagesanalyse entsprechend kommunizieren.
Kommen wir damit zum Wochenchart des Nasdaq 100. Nochmal vielleicht für diejenigen, die noch nicht allzu lange mit dabei sind, kurz zur Erklärung, warum schaue ich mir immer wieder den Nasdaq und den S&P an. Der Nasdaq und der S&P sind die Leitindizes, nach denen sich sämtliche Indizes dieser Welt mehr oder weniger richten. Diese Situation kann man immer sehr gut beim DAX erkennen. Man sagt nicht umsonst so schön, wenn der S&P einen Schnupfen hat, dann hat der DAX eine ganze Erkältung, und somit sieht man ganz gut, dass sich sämtliche europäischen Indizes an den Leitindizes in den USA orientieren. Schauen wir uns nun den Nasdaq im Wochenchart an, dann sehen wir hier eine bereits siebenwöchige Abwärtsbewegung in Richtung langfristiger Trendlinie, die seit März 2009 verläuft, sodass wir hier nicht mehr allzu weit entfernt sind. Ähnlich wie beim S&P sehen wir bei den Indikatoren die Stochastik, die weiterhin im Verkaufsmodus notiert, und das Momentum, das ebenfalls jetzt unter die Nulllinie gefallen ist und damit weiter fallende Kurse unterstützt. Das nächste Ziel der aktuellen Abwärtsbewegung ist bei der langfristigen Trendlinie zu finden. Hier sind wir im Bereich 2544,45 sehr gut unterstützt, sodass hier eine Gegenbewegung sehr wahrscheinlich ist. Kommen wir nun final zum Tageschart des Nasdaq 100. Im Nasdaq 100 sehen wir jetzt hier immer ganz eindrucksvoll, wie Formationen entsprechend vom Markt immer wieder sehr schöne Indikationen liefern. Wir sehen hier die SKS-Formation, die am 9. Oktober nach unten aufgelöst wurde und dann am 17. Oktober mit einem Retest der Nackenlinie für weiteren Druck sorgte. Und in den letzten zwei Wochen sahen wir dann eine Flaggenkonstruktion, eine bärische Flagge, die als Konsolidierung zu werten war und letztlich in eine weitere Abwärtsbewegung mündete. Bei den Indikatoren auf Tagesbasis gibt es bisher auch noch keine Endwarnung. Wir haben die Stochastik, die zwar im überverkauften Bereich ist, aber noch keinerlei Kaufsignal generiert hat. Wir haben das Momentum, das mit dem Freitag letzter Woche leicht nach oben gedreht ist und kein nachhaltiges neues Tief mehr ausgebildet hat und damit eine erste Divergenz, eine erste Tendenz zur Divergenz ausbildet. Dies könnte ein erstes Zeichen sein, dass hier die Kurse an Dynamik verlieren sollten. Ein Test der langfristigen Trendlinie, die ich bereits vorhin schon im Wochenchart eingezeichnet hatte, für die kommende Woche ist damit sehr wahrscheinlich. Ja, damit sind wir bereits am Ende angelangt. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die nächste Ausgabe erscheint am kommenden Dienstag wie gewohnt in unserem Blog. Zudem finden Sie mit unserer Triggerliste Trading-Ideen, mit denen wir am praktischen Beispielen unsere Art des Tradings demonstrieren möchten. Sollten Sie Interesse an unserer Art des Tradings bekommen haben, würden wir uns über ein kurzes Feedback an kontakt@formationstrader.de freuen. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie uns Formationstradern gewogen. Bis dann.